läuft. Ganz gut sein. Verkehrssenatorin Helene Günther bei der wöchentlichen Senatspressekonferenz im Roten Rathaus gleich mehrere Beschlüsse zum Thema BVG im Gepäck. Den Start machte der nun offiziell beschlossene BVG-Verkehrsvertrag. Er gilt ab dem 1. September und ist zwischen dem Land Berlin und dem landeseigenen Verkehrsunternehmen geschlossen worden. Mit ihm erhält die BVG für die nächsten 15 Jahre, also bis 2035, den Auftrag, die ÖPNV-Leistungen in Berlin zu erbringen. Sie sehen, wir haben es mitgebracht. Vertrag ist nicht gleich Vertrag. In diesem Fall sind es drei vollständige Ordner. Ich fange gleich mal an mit ein paar Zahlen, um auch zu verdeutlichen, dass es nicht nur das Volumen ist, was beeindruckend ist, sondern auch, was wir uns als Koalition hier vorgenommen haben. Und um die Dimension des Verkehrsvertrages auch deutlich zu machen, vielleicht einen Vergleich. In der letzten Dekade, sprich von 2010 bis 2020, haben wir durchschnittlich im Jahr knapp 300 Millionen Euro investiert. In der kommenden Dekade haben wir uns vorgenommen, das Ganze auf das knapp 2,5-fache zu steigern, nämlich auf rund 800 Millionen Euro pro Jahr. Und das im Durchschnitt. Das heißt, was wir hier vorhaben, ist nichts anderes als ein Aufbruch in eine neue Ära des ÖPNV in Berlin. Der eine oder andere hier im Saal erinnert sich vielleicht noch an den ersten Verkehrsvertrag, den damals ein bestimmter Finanzsenator und eine Stadtentwicklungssenatorin mit der BVG abgeschlossen haben. Das war damals, hatte der Vertrag vor allem die Funktion, ein enges Korsett für die BVG zu sein, ein enges finanzielles Korsett zu sein für die BVG. Dieser Vertrag ist, wie es Regine Günther schon sagt, dieser Vertrag atmet einen anderen Geist. Das ist ein Wachstumsvertrag für die BVG und das ist auch gut so. Die BVG hat sich ja auch gewandelt in diesen letzten Jahren zu einem leistungsfähigen, zu einem wirtschaftlichen Unternehmen für unsere Stadt. Natürlich gibt es aber Nachholbedarfe, gerade im Bereich der Investitionen. Und hier setzt dieser Vertrag eben auch an. Für die Senatorinnen stellt das Milliardenpaket einen Aufbruch in eine neue Ära der Investitionen im Bereich öffentlicher Personennahverkehr dar. Auch Petra Nelken, BVG-Pressesprecherin und Leiterin des Vorstandsstabs Medien, zeigt sich zufrieden mit dem Abkommen. Das ist natürlich ein sehr guter Vertrag für uns als Unternehmen. Das bedeutet, alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter haben langfristige Perspektiven. Es wird viel Neues geben. Wir werden in die Elektromobilität steigen. Wir haben lange Perspektiven. Das bedeutet auch sichere Arbeitsplätze, was ja nicht ganz unwichtig ist. Und das heißt, die BVG wird Berlin noch viele Jahre bewegen. Bis zum Jahr 2035 wird der Berliner Landeshaushalt durch den Vertrag mit rund 19 Milliarden Euro beansprucht. Eine beträchtliche Summe, die sich der Senat die Dienste der Berliner Verkehrsbetriebe in den nächsten 15 Jahren kosten lassen will. So hoch ist die Summe vor allem auch durch die gestiegenen Investitionen. In den vergangenen 10 Jahren wurden jährlich ca. 300 Millionen Euro in die Fahrzeuge und Infrastruktur der BVG investiert. Nun werden es mit dem neuen Vertrag pro Jahr fast 800 Millionen Euro sein. Also mehr als 2,5-mal so viel. Wie kommt diese hohe Summe zustande? Nein, das hat natürlich mit der Elektrifizierung zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir umsteigen auf ein neues Modell. Wir verlassen also die Dieselmotoren, gehen in die Elektrobusse. Das sind einfach hohe Anschaffungskosten. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass Sie, wenn Sie ein System völlig umstellen, also wenn Sie in Zukunft keine Dieselbusse mehr fahren, sondern nur noch Elektrobusse, Sie brauchen einfach auch andere Werkstätten. Sie brauchen mehr Fahrzeuge. Also das bedeutet, Sie müssen auch in die Infrastruktur investieren und Sie müssen in die ganze Technologie investieren. Und das ist sicherlich das, was diese große Summe ausmacht. Meine Kolleginnen und Kollegen werden trotzdem die Busse pünktlich und sicher fahren. Es werden erfahrbare Verbesserungen für die Berlinerinnen und Berliner, als auch natürlich für die Gäste des ÖPNV sein. Wir werden es so attraktiv gestalten, das ist unser Ziel, dass wir die Menschen motivieren, leicht vom PKW in den ÖPNV umzusteigen.
Und ich sage es vielleicht gleich dazu, selbst wenn es nicht ganz unser Thema ist, mit den Milliarden, die wir zusätzlich in die S-Bahn stecken, das war letztens unser Thema, das werden in den nächsten 15 Jahren 8 Milliarden sein, als auch in den Regionalverkehr, als auch in das Pendlerinnenprojekt I2030. Da werden wir den ÖPNV auf ein nie gekanntes Niveau katapultieren bei Verlässlichkeit, bei Schnelligkeit, bei Erreichbarkeit und nicht zuletzt, und das ist uns wichtig, auch bei der Barrierefreiheit. Um die 2 Milliarden Euro sollen zur Dekarbonisierung genutzt werden. Das bedeutet, dass die Busflotte der BVG klimaneutraler werden soll. Hier ist viel Geld nötig, um die Busse von bisherigen Verbrennungsmotoren auf Hybrid- oder E-Busse umzurüsten. Weiter gut über 3 Milliarden Euro sollen bis zum Jahr 2030 dafür genutzt werden, um den Fuhrpark der U-Bahn und der Tram rund zu erneuern und vor allem zu vergrößern. Das Straßenbahnnetz soll dabei um 40% vergrößert werden, weswegen zahlreiche neue Bahnen angeschafft werden müssen. Ziel dabei ist, das sogenannte 10-Minuten-Netz deutlich zu erweitern. Das bedeutet einfach, dass also die Taktzahlen, ne? Sie haben, was weiß ich, wir fahren ja an den großen Schwerpunktlinien, fahren wir mindestens im 10-Minuten-Takt, das kennen Sie, bei der U-Bahn sind wir ja sogar schon bei 4,5 Minuten. Aber das bedeutet auch für andere Buslinien, die vielleicht heute im 12- oder 15-Minuten-Takt fahren, dass man das erreichen will. Das kann man erreichen, was man braucht ist, man braucht mehr Fahrzeuge. Also Sie brauchen, wenn Sie einen engeren Takt haben, mehr Fahrzeuge und Sie brauchen natürlich auch mehr Fahrerinnen und Fahrer. Wie gesagt, das ist in der Perspektive auch für unser Unternehmen. Wir können mehr Menschen einstellen, aber wir brauchen natürlich auch mehr Fahrzeuge. Und da erklären sich natürlich dann auch solche Summen. Wir haben U-Bahnen, die sind 35 Jahre und älter, die sind sehr alt. Und dann müssen Sie einfach wissen, wir sind ja gerade im Erneuerungsprogramm. Sie können das bei der Straßenbahn gut sehen, die neuen Flexity kommen immer mehr ins Stadtbild. Aber natürlich, ein Bus hat im Prinzip, kann man so sagen, nach 8 bis 10 Jahren auch seine Leistung. Sie dürfen nicht vergessen, wir sind eine sehr, sehr große Stadt von der Fläche. Wir fahren viele, viele Kilometer an einem Tag. Also ein Bus kann in Berlin schon mal so 400 Kilometer am Tag fahren. Das heißt, sie verschleißen natürlich auch. Man muss ständig erneuern und man muss ständig investieren. Und wie gesagt, wenn man erweitert, wenn man mehr Verkehr anbieten will, dann braucht man außerdem noch mehr Fahrzeuge. Auch bei einer anderen Frage will der Berliner Senat, unabhängig vom BVG-Verkehrsvertrag, nochmal viel Geld in die Hand nehmen. Durch die Corona-Krise haben die Verkehrsbetriebe enorme Umsatzbußen erleiden müssen. Hier wird der Senat künftig in die Bresche springen. Die Verluste der BVG sollen vom Senat ausgeglichen werden. Das Land Berlin hat sich verpflichtet, die Folgekosten der Pandemie zu übernehmen, also die Folgen für die Einnahmesituation der BVG, den negativen auszugleichen mit einer Finanzierungsgarantie. Natürlich nur die Teile, die eben nicht durch andere Rettungsschirme, wie beispielsweise die des Bundes oder durch Eigenanstrengungen auch abgedeckt werden. Und zwar läuft diese Finanzierungsverpflichtung oder Garantie des Landes, das richtige Wort, bis zur ersten Revision Ende 2024, weil wir alle wissen, dass im öffentlichen Nahverkehr oder Befürchtung ist, dass im öffentlichen Nahverkehr die Auswirkungen der Pandemie etwas länger andauern werden durch weniger Fahrgäste, getrieben eben einerseits durch die Sorge vor Ansteckung, aber wir sehen eben natürlich auch, dass der internationale Tourismus nicht in dieser Form wiederkehrt innerhalb kürzester Zeit, wie wir ihn mal hatten. Also alles, was als Einnahmerisiko, als pandemiebedingte Folgen für die BVG hier bei der BVG ankommen, wird das Land Berlin ausgleichen. Ein weiterer Beschluss des Senats befasst sich mit der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zur Eindämmung der Corona-Pandemie im ÖPNV zu tragen. Bisher galt hier ein Verstoß als Ordnungswidrigkeit und wurde mit einem Bußgeld geahndet. Das konnte aber nur von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert werden. Nun wurden die Rahmenbedingungen geschaffen, dass auch die BVG selbst die Maskenpflicht kontrollieren kann. Für Nelken von der BVG ist die neue Regelung nur folgerichtig. Bei der Umsetzung soll dabei aber eher ein pädagogischer Ansatz verfolgt werden. Nun, haben wir einfach festgestellt, dass freundliches Ermahnen nicht immer hilft, dass manchmal auch durchaus sehr aggressives Verhalten gegenüber unseren Sicherheitsleuten da ist. Und dass man vielleicht, beim Geld sagt man so schön, hört die Freundschaft auf, dass man vielleicht damit doch den einen oder anderen ermutigen kann, sich hier einfach an die Regeln zu halten. Nun, wir haben etwas getan, wir haben es in die Nutzungsbedingungen der BVG aufgenommen. Das heißt also,
quasi, wenn Sie bei uns einen Fahrtschein kaufen, das ist aber auch, wenn Sie ein Flugticket kaufen, dann gehen Sie Nutzungsbedingungen ein. Sie gehen quasi einen Vertrag ein. In unseren Nutzungsbedingungen steht jetzt, dass Sie bis auf Weiteres, wenn Sie unsere Fahrzeuge benutzen, bitte eine Maske tragen. Und wenn Sie unseren Vertrag brechen, also gibt es also eine Vertragsstrafe und die kann 50 Euro betragen. Nun müssen Sie sich das aber jetzt nicht so vorstellen, dass wir jetzt irgendwo durch die U-Bahn, Straßenbahn, Busse laufen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Meine Kolleginnen und Kollegen von unserer Security werden zu Ihnen kommen und sagen, oh, Sie haben vergessen, eine Maske aufzusetzen. Und wenn Sie sagen, oh ja, furchtbar peinlich und sich die aufsetzen, dann wünschen meine Kollegen Ihnen einen schönen Tag und gehen weiter. So, und wenn Sie sagen, oh weia, liegt zu Hause auf meinem Küchentisch, dann kriegen Sie sogar eine Maske von uns. Und es geht nur um die Fälle, wo einer sagt, er ist dazu nicht bereit. Dann können wir sagen, du hast aber mit uns einen Vertrag eingegangen und du brichst diesen Vertrag gerade und insofern können wir dir eine Vertragsstrafe auferlegen. Wir gehen davon aus, dass es in erster Linie dazu beitragen wird, sagen wir mal, ein bisschen noch zu motivieren. Und es geht uns auch in erster Linie darum, es ist sozusagen ziemlich egal, ob man daran glaubt, dass eine Maske hilft oder nicht hilft. Wir sagen, die Maske ist eine Geste der Höflichkeit. Eine Geste der Höflichkeit gegenüber meinen Mitmenschen. Und ich kann doch bitteschön in einem Bus, in einer Straßenbahn, in einer U-Bahn eine Maske tragen. Wir appellieren an die Höflichkeit unserer Mitmenschen und ab und zu werden wir sie eben jetzt auch ermahnen. Ist ja schon...